Schmeckt köstlich. Was ist das? Izumi-Fleisch, Spezialität Somerta. Somerta. Sowas wie Kaninchen? Nein, lustige kleine Tiere. Ach, Wachtel. Besser, mit kleinen Augen, wie Chinese. Was? Aber nicht etwa Maulwurf. Gewonnen. Den hast du aber richtig fertig gemacht. Trotzdem ganz schön mutig. Stell dir vor, stehen gleich Roma vor unserer Tür. Wir würden einfach sagen, hereinspaziert. Also manchmal, da bist du wirklich ziemlich spießig. Papa hat recht, das ist Faschogedankengut. Ich wollte nur ein Scherzchen machen. Klar würde ich auch zu Ihnen hereinspaziert sagen. Ich meine, es ist wichtig, dass man großzügig ist. Dein Scherz war geschmacklos. Ist vom Abgeordneten Yvonne Lambert. Oh, wie nett, wo ist er? Ich hab sie gesehen. Bravo. Gut, dass Leute wie Sie uns den Weg weisen. Kampf den Faschismus. Unbedingt. Und immer schön wachsam bleiben. Zum Wohl. Nicht die Blumen betreten. Weg da. Was? Geben Sie Acht, bitte. Vorsicht, weg da. Passen Sie auf meine Blumen auf. Das ist total ungünstig. Ich muss meine Ausstellung vorbereiten. Ich brauche Raum, ich brauche Ruhe. Hast du zu? Ich muss mich sammeln, meine Energien fokussieren. Im Chaos ist man nicht kreativ, klar? Ja, sicher, verstehe ich. Aber ich brauche keinen Skandal, während die Werbung für mein Buch läuft. Und überhaupt, darf. Denk doch mal an diese armen Menschen. Haben wir kein Herz? Klar haben wir ein Herz. Siehst du? Verzeih, so kenne ich mich gar nicht. Wie egoistisch von mir. Aber wenn ich schöpferisch bin, wenn die kreativen Säfte fließen, ich Neues erschaffe, dann verkrampfe ich mich. Mach dir keine Sorgen. Mit meinen Beziehungen finde ich schnell einen Platz, wo Sie Ihren Wagen abstellen können. Ich habe Decken gefunden, damit Sie heute Nacht nicht frieren. Sehr gut mitgedacht. Wir haben den Jungen toll erzogen. Er hat Wert. Ja, 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 das Herz am rechten Fleck. Soll ich zur Sendung die Ohren ziehen oder Balanchaga mit Mao-Kragen? Besser die Ohren und tu ein rotes Einstecktuch rein. Das wird cool. Na klar, dezenter linker Touch. Ich verabscheue Egoismus. Das Frankreich, das ich liebe, teilt gern. Fangen Sie damit an. Verschenken Sie Ihre Reichtümer. Wenn da draußen eine Roma-Familie in Not ist, sage ich hereinspaziert. Ja. Bravo, Fuserat. Aber bitte. Einer nennt dich den Lionel Messi der Intellektuellen. Erwarten wir wen? Nicht, dass ich wüsste, außer vielleicht meine Roma-Freunde. Hallo, hereinspaziert. Vielen Dank. Danke, uns aufnehmen. Nein, nein, nein. Wenn es nur um eine Nacht geht oder zwei? Doch, vielen Dank. Mensch. Wir stellen Wohnwagen in den Garten und passen auf auf Haus. Sollten wir vielleicht die Wertsachen verstecken? Ich meine nicht, dass ich Ihnen nicht traue, aber man will ja wirklich niemanden in Versuchung führen. Du hast recht, ja. Das wäre heimtückisch. Auch gern suche in den Müll. Das darf doch nicht wahr sein! Kommen Sie runter und unternehmen Sie was! Wo wollen Sie hin? Zur Arbeit. Wie, als Peruaner? Ruf von Roma nicht gut. Weg in Malibu. Danke, hereinspaziert. Jean-Etienne. Hereinspaziert einfacher. Eigentlich völlig normale Gäste. Ganz genau, wie alle anderen. Alarmanlage anschalten. Ist besser, man weiß ja nicht. Oh.